Tundra Gaming Paradise with their zero sun and maximum fun. Arcade Paradise. We've got over 35 awesome arcade hits hungry for your quarters. Experience skull-shaking extreme stereo sound. Get your face melted by insane graphics. Wow, they're so real. Smash your rivals, dominate the high score table, and become a legend. You won't play games that look this good at home until 2021. So don't be a dweeb. Come on down to the new... Hello. Please leave your message after the tone. Hi, willkommen zurück auf Mojos Spielolymp. Ich grüße euch. Ja, weiter geht es mit wunderbaren Dingen in meinem heutigen Video mit meinem ganz persönlichen Review zu einem ganz wunderbaren Spiel, das jetzt vor kurzem am 11. August erschienen ist, und zwar A Card Paradise. Das Game ist erschienen für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und 5, alle Xbox-Konsolen sowie den PC. In den 90er Jahren, in meiner Jugendzeit sozusagen, war ich nicht der größte Fan von Spielhallen. Ich habe aber einige besucht und habe dadurch schöne Erinnerungen daran. Und da kam dieser Titel A Card Paradise natürlich genau richtig, denn was kann es Cooleres geben, als seine eigene Spielhalle zu managen? In A Card Paradise spielt ihr einen jungen Erwachsenen in den 90er Jahren. Euer Vater hält euch für einen Faulpelz und zwingt euch, den Waschsalon der Familie zu übernehmen. So ein Waschsalon ist aber leider stinklangweilig, doch im hinteren Teil des Raums oder des Salons befinden sich eine ganze Ansammlung alter Arcade-Spiele, und das bringt euch natürlich auf die brillante Idee, den Familienwaschsalon einfach in eine Spielhalle zu verwandeln, ohne dass es euer Vater erfährt. In vielerlei Hinsicht würde ich sagen, dass A Card Paradise wie eine Kombination aus drei verschiedenen Spielen wirkt. Das vorherrschende Element zu Beginn des Spiels ist der Betrieb des Waschsalons. Theoretisch könnte man diesen Aspekt des Spiels einfach ignorieren. Es ist jedoch die beste Geldquelle zu Beginn des Spiels, und ich würde diesen Teil des Spiels als eine Reihe von einfachen kleinen Minispielen beschreiben. Meistens geht es darum, eine Taste eine bestimmte Zeit lang gedrückt zu halten oder sie zum richtigen Zeitpunkt zu drücken. Während ihr den Waschsalon leitet oder versucht zu leiten, besser gesagt, wascht ihr und trocknet ihr die Wäsche der Kunden, sammelt den ganzen Müll auf, den die Kunden in eurem Laden hinterlassen, und erledigt ein paar andere Kleinigkeiten. Die gesamte Prämisse des Spiels ist einfach, dass ihr keinen Bock habt, diesen Waschsalon zu leiten, und das Lustige ist, das schlägt sich natürlich dann auch in diesen Spielelementen nieder. Dieser Mechanismus ist eher einfach gehalten, und die verschiedenen kleinen Minispiele können eine begrenzte Zeit Spaß machen. Und somit ist es schon ganz witzig, wie der Protagonist alltäglich versucht, die Aufgaben in diesem Salon zu meistern. Das Problem mit diesem Aspekt von A Card Paradise ist jedoch, dass er dazu führt, dass ihr gerade am Anfang viel herumsitzt und eigentlich nichts tut. Man hat im Waschsalon nicht genug Aufgaben, um einfach den ganzen Tag zu füllen. Deshalb muss man im Grunde nur darauf warten, dass die Wäsche gewaschen und getrocknet wird. Das ganze Wäschewaschen bringt euch natürlich Einnahmen, und was macht ihr mit diesen Einnahmen? Natürlich ganz logisch mehr Spieleautomaten kaufen, um eure geheime Spielhalle zu erweitern. Nach einer Weile werdet ihr ganz schnell feststellen, dass ihr dann mit der Spielhalle wesentlich mehr verdient als mit dem Waschsalon. Das zweite Hauptelement vom Spiel ist die Spielhallenverwaltung, und um eure Spielhalle zu verwalten, müsst ihr vor allem erst herausfinden, wie eure Automaten korrekt aufgestellt werden sollen. Ihr könnt die Automaten nur an bestimmten Plätzen im Salon aufstellen, doch die korrekte Position könnt ihr dann wiederum selbst bestimmen. Wie ihr eure Spielautomaten aufstellt, wirkt sich nämlich dann darauf aus, wie viel Geld ihr mit jedem einzelnen Automaten verdienen könnt. So solltet ihr zum Beispiel beliebte Automaten neben weniger beliebten aufstellen, und so verdient ihr einfach mehr Geld, das ihr dann für den Erwerb weiterer Automaten und die weitere Expansion eurer kleinen Spielhölle verwenden könnt. Dazu kommt noch, dass ihr natürlich auch den Preis und den Schwierigkeitsgrad eines Automaten erhöhen könnt, um einfach schnell mehr Geld zu verdienen. Zum Spielhallenmanagement selbst von A Card Paradise kann ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Das liegt einfach daran, dass es nicht viel zu sagen gibt. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es keine Möglichkeit, das Spiel zu verlieren. Ob man nun die Automaten gut platziert und die Preise bzw. den Schwierigkeitsgrad anpasst, hat wie gesagt nur Auswirkungen darauf, wie schnell ihr Geld verdient und weiter expandieren könnt.
Mir gefällt es, dass man die Kontrolle darüber hatte, wo man die Automaten aufstellt. Man kann seine Einnahmen ganz schön steigern, wenn man die Positionierung der Spielhallenschränke gut ausnutzt und einfach mal überdenkt. Dann fühlt es sich auch endlich danach an, als würde man in den 90er Jahren eine Spielhalle selbst betreiben. Was gibt es Cooleres? Doch aufgepasst, wenn ihr allerdings einen tiefgründigen Spielhallen-Management-Simulator erwartet oder gesucht habt, werdet ihr mit Arcade Paradise ein wenig enttäuscht werden. Denn anders wie bei einem Tycoon-Spiel zum Beispiel, wo das gesamte Management im Mittelpunkt des Spiels steht, ist es hier eher ein ergänzendes Element. Ehrlich gesagt könnte man es eigentlich ganz ignorieren und die einzige negative Auswirkung wäre es, dass es einfach länger dauern würde, eure kleine geheime Spielhalle zu erweitern. Während einige Spiele ihren Vorbildern sehr ähnlich sind, sind andere wiederum eher abstrakt. Eines der ersten Spiele, das ihr anfangs erwerbt, sieht zum Beispiel auf den ersten Blick aus wie Pac-Man, sobald man aber anfängt es zu spielen, erinnert es einen sofort an GTA. Denn immer wenn man von einem der Geisterpolizisten erwischt wird, kann man sich dann aus dem Staub machen und versuchen, ein neues Auto zu bekommen. Naja, wenn das nicht an GTA erinnert. Auf den ersten Blick mag das Spielen der Arcade-Spiele wie eine einfache Ablenkung vom Rest des Spiels erscheinen, tatsächlich sind sie aber ein wichtiger Teil des gesamten Spiels. Jedes Arcade-Spiel hat eine Reihe von Zielen, die, wenn sie erfüllt werden, den Automaten bei eurer Kundschaft beliebter machen und das bringt euch letztendlich natürlich wieder mehr Einnahmen. Nachdem ihr zum Beispiel an einem bestimmten Automaten eine bestimmte Punktzahl im Spiel erreicht habt, schaltet ihr eine sogenannte Aufgabenliste frei. Diese gibt euch dann drei Aufgaben, die ihr jeden Tag erfüllen müsst. Wenn ihr diese erfüllt, verdient ihr eine andere Art von Währung, die ihr dann ausgeben könnt, um Teile eures Waschsalons zu automatisieren. Irgendwann werdet ihr im Spiel an dem Punkt ankommen, an dem ihr den Waschsalon komplett ignorieren werdet, um euch ganz auf den Punktestand an euren Arcade-Automaten zu konzentrieren, um diese zu verbessern und täglich eure Aufgaben zu erledigen. Manche von euch werden vielleicht jetzt denken, dass diese spielbaren Arcade-Games eine reine Spielerei sind. Das ist nicht der Fall, denn sie sind meiner Meinung nach der größte Plus von Arcade Paradise. Denn sobald ich zum Beispiel genügend Spielautomaten zusammen hatte, habe ich mich dann irgendwann nur noch auf die Automaten konzentriert und eigentlich den Rest des Spiels ignoriert. Ich habe mich dann nur noch darauf konzentriert, die Ziele für jedes Spiel und die täglichen Aufgabenlisten zu erfüllen. Dieses Element des Spiels funktioniert, weil die Arcade-Spiele im Allgemeinen ziemlich lustig und spaßig sind. Ich gebe zu, dass einige der Games besser sind als andere, das ist dann aber teilweise auf ganz persönliche Vorlieben zurückzuführen. Im Großen und Ganzen hat man sich jedoch wirklich Mühe mit den Arcade-Spielen gegeben und sie sind eben nicht nur ein nachträglicher Einfall für den Rest des Spiels. Natürlich sind sie keine vollwertigen Games, sondern erinnern einfach an alte gute Arcade, NES und Super Nintendo Spiele, aber genau Fans dieser alten Videospiele werden hier definitiv Spaß haben. Letztendlich hatte ich so meine gemischten Gefühle gegenüber Arcade Paradise. Die Spiele, die darin enthalten sind, haben mir im Allgemeinen sehr gut gefallen und waren glücklicherweise mehr als nur ein Gimmick. Doch leider ist der Rest des Spiels ziemlich mittelmäßig geworden. Die Waschsalon-Elemente können für eine Weile ein wenig Spaß machen, aber sie wiederholen sich ziemlich schnell. Die Arcade-Management-Elemente sind in Ordnung, aber leider ziemlich begrenzt. Meine Empfehlung für Arcade Paradise hängt wirklich davon ab, wonach ihr sucht. Wenn ihr auf der Suche nach einem ausführlichen Spielhallen- oder Waschsalon-Simulator seid, werdet ihr hier wahrscheinlich enttäuscht werden. Wenn ihr aber auf der Suche nach einer Sammlung von Spielen im Arcade-Stil seid, die auf der Prämisse basieren, eine Spielhalle zu betreiben, dann solltet ihr dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben. Dann wäre ich auch schon wieder raus mit meinem kleinen Review. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es das tat, dann lasst doch ein Abo, einen Kommentar oder ein Like da oder aktiviert natürlich gleich rechts oben die Glocke, dann verpasst ihr mich auch in Zukunft nicht mehr. Ich bin raus, ich danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Euer Mojo, bye bye.